Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Skyrim 2022 Mods. Wir sind in der beflaggten Meere und was habt ihr vor? Jetzt werde ich die letzten Vorkehrungen treffen. Ich gucke mich hier nochmal schnell kurz um. Ich will mal gucken, ob ich... Hallo. Ich will mal kurz gucken, ob ich irgendwo vielleicht doch dieses argonische Bier finde. Alto Schwarzwein. Das können wir nicht einsammeln. Gucken wir mal schnell hier durch. Fürstenhäuser von Morrowind. Papierrolle. Gut, in einem Kleiderschrank wird es nicht drin sein. Oh, wie hier das Licht auch durchscheint. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorik. Dieb der Tugend? Kann man da was lernen? Nee. Verfasser unbekannt. Groß reden, schwang er die Klinge. Beistelltisch. Das ist bestimmt hinter der Bar irgendwo. Aber da kommen wir doch nicht einfach hin. Guck mal, die gucken ja in alle Richtungen. Eine nach da, eine nach da. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Steht doch bestimmt hier irgendwo, oder? Und mit lautem Klirren folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Durchsuchen Schrank ist nicht stehlen. Da ist aber nichts weiter drin. Schauen wir hier nochmal. Seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Durchsuchen Schrank. Fülle Flasche von Metfass. Hä, wo haben die denn ihr argonisches Bier? Das hat die doch nicht verkauft, ne? Hey, Hände weg! Verzeihung. Ich hab immer noch den Top in der Hand. Hab Mitleid, mein Herr, und gebt mir ein paar Septime. Schön, euch zu sehen. Okay, mal ganz kurz. Ich will mal gucken, ob das noch in den Quests ist. Wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich das auch schnell. Stiehl das argonische Bier aus der beflaggten Meere. Aber das... Hier ist ja auch kein Questmarker dafür. Aber das kann ja nicht außerhalb irgendwo sein, oder? Oder? Gucken, ob mich jetzt... Nee, es schickt mich jetzt auch keinen... Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts? Okay, warte mal. Wir finden das. Wo könnten die das scheiß Bier versteckt haben? Kommt herein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Ja. Setzt euch und wärmt euch auf. Falls ihr Arbeit braucht, dann wollen wir diesen Hunger doch stillen. Na klar. Oh, verdammt, argonischer Blutwein. Aber die hat kein scheiß argonisches Bier, oder was? Aber der meint ja keinen Blutwein, ne? Der meint wirklich das Bier. Verdammt, wo muss ich dieses Bier stehlen? Lass mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Utgard, die haben wir kennengelernt. Eine Münze für einen armen alten Bettler in Beeren. Alto Schwarzwein. Hör mal. Gut, muss ich vielleicht wirklich das nächste Mal machen. Aber wenn die das irgendwo verstecken, dann doch hier irgendwo, kann oder? Kann ich etwas für euch tun? Honigbräumee, Nordmet. Ich bitte euch nur um ein paar Septime, damit ich etwas Essbares kaufen kann. Oder hat der Penner mich verarscht? Haben die gar nicht so ein Bier? Gibt's das überhaupt gar nicht? Ich suche einen Schrank. Nee, da sind nur so Besteck und alles Mögliche drin, aber kein Bier. Alter Schwarzwein, Kleiderschrank. Ich bitte nicht um viel, nur um ein paar Laute. Septime. Vielleicht hier in einem Beistelltischchen. Nee, aber ein paar Septime sind da drin. Die nehmen wir doch mal mit. Glasierte Vase. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Nee, Freunde, keine Ahnung. Müssen wir irgendwie, vielleicht finden wir das auf dem Weg zu den Graubärten oder so. Aber... Yes, Dane, what is it? So, gut. Pass mal auf, dann gehen wir jetzt... Wir haben noch ein bisschen Fleisch. Ich denke mal, das wird uns noch ganz gut reichen.
Da prügeln wir uns nochmal zwei rein. Dann nehme ich hier nochmal ein Schlückchen. Ich muss echt mal gucken, ob ich mir irgendwie diese Wasserbeutel nochmal craften kann. Die Frage ist nur, kann ich jetzt hier bei der Schmiede vielleicht nochmal... Adriane! Hallo! Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. So, was können wir verkaufen? Wir können einiges verkaufen. Lederstreifen, das behalte ich alles. Stahl, zwei Händer. Ist das nicht... Okay, aber es scheint nicht meine stärkste Waffe zu sein. Warum? Macht 25 Schaden. Schwert von Weißlauf. Ich weiß nicht, das ist 221 wert. Ich weiß nicht, ob das scheiße ist, wenn ich das verkaufe. Ich behalte es mal lieber nicht, dass der mich darauf anspricht, der Jarl. Guck mal hier, die kaiserliche Rüstung, die wiegt einiges. Hauen wir weg. Kaiserliche Stiefel, hauen wir weg. Schild ist wahrscheinlich irgendwie der einzige, den wir haben gerade. Ja. Den können wir auch... Ach nee, der ist... Warum habe ich denn den noch ausgerüstet? Nee, wir verkaufen den und den behalten wir. Das behalten wir auch alles. Schwert von Weißlauf. Ah, den Rest, das will ich alles behalten. Okay, wir können doch tatsächlich gar nicht so viel verkaufen. Aber wo kriege ich denn mein ganzes Glück da draußen. Schmuckzeug weg? Wir gucken nochmal hier rein. Ist das vielleicht die Schmiede? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Sehr gern, guter Mann. Zeigt euch erstmal bitte. Okay, hier gibt... Wer seid ihr? Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. mein guter Schmied, bla bla bla. Wer hat in Weißlauf das Sagen? Ich glaube, das wissen wir mittlerweile. Wer schmiedet eure Waffen und Rüstungen? Adrienne, draußen, in ihrer Schmiede. Der Laden ist nach ihr benannt. Kriegsjungfer. Den Spitznamen hat ihr Vater ihr als Kind gegeben, weil sie damals schon mit Schwertern gespielt hat. Sweet. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Ja. Was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme. Wahrscheinlich das Gleiche. So ziemlich alles, was ihr braucht. Oh, okay. Der verkauft ganz schön Stuff. Okay. Hier werden wir aber auch nicht viel mehr los. Nee. Gut. As you wish, my Thane. Alles klar. Mal kurz umgucken hier. Oh, schick. Schick. Oh. Können wir auch noch einiges mitgehen lassen, wenn wir das denn möchten. So, gut. Gehen wir raus. Kriege ich irgendwo noch meinen Schmuck verkauft? Mal, warte mal. Auf dem Markt stand ein Haufen Stände. Hier kann ich wahrscheinlich Lebensmittel verkaufen und kaufen. Guck mal hier. Das sieht auch nach Lebensmitteln aus. Hier auch Fleisch. Die besten Stücke. Guck mal, die hat doch Schmuck. Und sie ja. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Oh. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Und woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Tut mir leid, ich habe aber keine Zeit. In Ordnung, ich werde heute Abend vorbeikommen. Vielleicht schaffen wir ja die Graubärte irgendwie heute über den Tag. Wirklich? Ach, das wäre wunderbar. Ja, mal gucken. Begonnen, der Vermisste. Aber wartet mal. Bitte, lasst uns ungestört reden. Nein, ist das dein Ernst? Ich will noch handeln. Die besten Stücke. Bitte, lasst uns ungestört reden. Oh, bitte. Toll. Jetzt werde ich meinen Kram nicht los, verdammt.
Hier noch jemand, der irgendwie mit sowas handelt? Ne, das ist alles Alkohol, ne? Alles Alkohol. Was ist hier? Was ist das? Fischerei. Okay. Ja, gut, ich glaube, hier wird... Okay, Freunde, jetzt hat sich kurz meine Tastatur verabschiedet. Alles klar? Warte, nein, nein. Warte. Mein Cursor, warte. So, raustappen. Wieder rein. So, jetzt habt ihr übrigens gerade meinen Videoordner gesehen, wo ich die ganzen Files abspeichere. So. Weißt du was, scheißegal. Wie viel können wir denn noch mitnehmen? Guck mal, wir können noch ein bisschen was einpacken. Habe ich nicht langsam eine neue Stufe erreicht? Nee, aber wir können ein paar Sachen ausgeben. So, die Frage ist nur, schwere Rüstung, zweihändig, einhändig. Wir könnten natürlich auch den Bogen weiter ausbauen. Veränderung, Wiederherstellung, Zerstörung, Beschwörung, Illusion, Alchemie, Redekunst. Warum ist das so grün? 28, ist das, bedeutet das krass? Schloss knacken? Schießkunst, hier müssen wir hin. So, Bögen und Armbrüste bewirken 25% mehr Schaden. Das nehmen wir doch auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 4 Punkte. Nächster Rang, Bögen und Armbrüste bewirken 50% mehr Schaden und kritische Schüsse mit Bögen und Armbrüsten bewirken 2% zusätzlich kritische Schaden pro... Ja, warum nicht, oder? Mehr Schaden ist doch immer gut. Ey! So. Sind wir jetzt hier komplett? Was ist das? Gegenangriffe mit einem Bogen oder einer Armbrust, das stößt das Ziel zurück. Böge und Armbrust verursachen Ziel. Ich glaube, wir nehmen hier erstmal nur die Basics. Blocken, zweihändig, einhändig. Vielleicht noch Rüstung. Steigert den Rüstungswert leichter Rüstung um 20%. Was haben wir gerade für eine Rüstung? Haben wir gerade leichte Rüstung an? Wo sehe ich denn, ob das leichte Rüstung oder schwere Rüstung ist? Schwere Rüstung, da oben steht's. Okay, also wahrscheinlich lohnt sich ab jetzt gar nicht mehr leichte Rüstung zu trainieren. Schleichen, Schloss, knacken, Taschendiebstahl. Oder wir speichern uns das jetzt erstmal noch. Beziehungsweise heben uns das noch auf. Schwarzdornbrauerei. Ach, come on, let's go. Hey, aufpassen. Ja, ja. Die Frage ist nur, wo müssen wir da hin? Ja, wo sind die Graubärte? Wo hängen die ab? Weiß ich doch nicht. Also wir haben unseren... Können wir mal auf der Karte gucken, Freunde. Gucken einfach mal auf der Weltkarte. Automatisches Speichern. So. Okay, hier waren wir überall schon. Hochrottger. Warte mal kurz. Weg der Stimme. Sprich mit den Graubärten. Ist ausgewählt. So, egal. Wir folgen jetzt mal dem Kompass. Wir können natürlich auch schnell reisen. Die Frage ist nur, wo muss ich denn hin? Das hieß ja hoch oben. Sind die vielleicht hier? Nee, Ivarstadt. Sprich mit den Graubärten. Okay, wir müssen nach Ivarstadt. Die Frage ist, machen wir hier rum?
Oder hier lang. Wir können jetzt noch bis Flusswald Weisenfels, da müssen wir auf jeden Fall hin. Oder wir machen es mal ganz clever. Ich speichere hier nochmal fix. Wir machen es ganz clever und mieten uns eine Kutsche, Freunde. Das geht ja auch. Oder, also es gibt einmal die Vanilla-Kutschen, ne, aus dem Originalspiel. Und dann gibt es ja auch diese Kutschenstopps. Die Frage ist nur, ich hatte ja in der letzten Folge den nicht gefunden. Ist das hier nicht das Symbol dafür? Dieses... Da ist sie. Da, gucke hier. Das ist die Bank. Auf eine Kutsche warten. Wait for a carriage. If there's room, the cost is 20 to 40 septims to ride along depending on destination and the mood of the driver. Wie bitte? Okay, wir müssen nach Ivarstadt. Dann hoffen wir mal, dass er in guter Laune ist und uns das nicht so viel kostet. Aber wahrscheinlich ist es vielleicht gar nicht so clever am Anfang so mit Kutschen zu reisen. Ihr seid nicht mehr blitzsauber, aber noch nicht... Ja, okay, es geht schon wieder los, Freunde. Ja, das ist nämlich das Ding. Wenn wir reisen, kriegen wir schnell Hunger. Südlicher Windruferpass. So, aber wir sind zumindest in Ivarstadt angekommen. Und da können wir doch mal reingucken, Freunde. Aber vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich erstmal laufe und nicht so viel schnell reise, weil auf dem Weg liegt ja auch noch ganz viel. Ivarstadt entdeckt. Och. Och, Freunde. Oh mein Gott, ich schmelze dahin. Wie schön einfach. Wie schön. Gasthaus Wilemir. Oh mein Gott. Das ist doch einfach, Freunde, das ist doch zauberhaft. So, da ist unser Questmarker. Aufschließen. Ich möchte mit euch reden. Was ist denn nun wieder? Wilhelm sagte, er hätte euch mit einem Pilger auf den 7000 Stufen reden sehen. Ich habe euch gesagt, dass ihr dort nicht hingehen sollt. Die 7000 Stufen. Ich weiß, aber ich wollte nur einen Moment lang mit ihm reden. Das hört jetzt auf. Diskussion beendet. Yes? Könnt ihr mir etwas über Hochrodgar erzählen? Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte, ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Vielen Dank. Jetzt bin ich um einiges klüger. Ach, wie schön. Und da müssen wir jetzt hoch, oder was? Ich kann das alles nur aufschließen. Schauen wir mal hier im Gasthaus vorbei. Willkommen im Gasthaus Wilemir. Wilemir. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Okay, ich sage Bescheid. Hier können wir wahrscheinlich wieder nur handeln. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Okay. Könnt ihr mir etwas über Hochrodgar erzählen? Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Warum soll es da spuken? Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft.
Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen für euch anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Na, ausrichten können wir immer was. Sagt mir was und ich richte es aus. Wurde das Hügelgrab schon mal erkundet? Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war es. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Okay, hier haben wir auch wieder ein Bad. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind hoch im Norden in Winterfeste und das ist auch gut so. Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Das wäre vielleicht noch interessant für uns. Wenn ihr wieder hier vorbeikommt, dann schaut doch auf einen Met vorbei. Natürlich. Wer seid ihr? Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Könnt ihr mir noch etwas über Hochrotka erzählen? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Es tut mir leid. Vielen Dank. Was für eine langweilige Unterhaltung. Hör mal. Ich gehe da nie mehr hin. Du stehst hier vor Gungnir, dem Helden. Ich habe versprochen, euch zu beschützen. Vorsichtig. Hier noch mal kurz ich werde mein Wort nicht brechen. Schick. Alles klar. Rotwardonen. Ihr braucht etwas? Ich bin so durstig und hungrig. Ich denke... Okay, ich speichere mal ganz kurz. Aber 100... Nee, komm, 150, das ist zu viel. Was auch immer dann passiert, es ist bestimmt keine 150 Septime wert. Mach mal nicht. So. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal unser Glück jetzt tatsächlich zu den Graubärten durchzukommen. Und ich möchte kurz bei der Gelegenheit etwas umstellen. Und zwar haben wir jetzt gerade den Bogen ausgerüstet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, fügen wir das jetzt zu den Favoriten hinzu zum Beispiel. Wir können unseren Stahl-Zweihänder zu den Favoriten hinzufügen. Und dann habe ich hier das Favoritmenü. Und da sind jetzt der Bogen und... Ach so, ich muss die Pfeile vielleicht noch. Oder werden die automatisch ausgerüstet? Die machen eigentlich 9 Schaden. Guck mal, hier, die Stahlpfeile machen viel mehr Schaden. Mache ich das hier weg und mache das hier noch hin. Dann gucke ich noch bei der Magie. Die Flammen, die würde ich auch ganz gern... zu den Favoriten hinzufügen. So, und wenn ich jetzt das Favoritmenü aufmache, genau. Dann würde ich auf die 1 kann ich jetzt das Stahlschwert legen. Auf die 2 lege ich den Bogen. Auf die 3 kommen die Flammen. Und wenn ich jetzt die 1 drücke, habe ich das Schwert. Auf der 2 den Bogen. Wunderbar. Und auf der 3 habe ich die Flammen beidhändig. Das ist cool. Da sind wir jetzt für alles erstmal gerüstet. Was ich mir vielleicht auf die 4 legen kann, sind die Tränke. Gesundheitstränke. Starker Trank der Gesundheit. Haben wir hier noch irgendwas Permanentes, was ich vielleicht noch trinken könnte? Das ist immer so für 60 Sekunden, für 115. Verdammt. So. Wir müssen anscheinend... Warte mal, warum ist das jetzt gerade so dunkel? Wie spät haben wir es? Es ist doch... Seid ihr wieder auf dem Weg 3 Uhr Nachmittag. Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrotka nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Redet ihr mit mir oder was? Wartet mal. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich bin dabei, selbst etwas dorthin zu liefern. Könnt ihr mir vielleicht noch etwas... Also ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen was erfahren. Komm. Ich war schon oft im Kloster.
hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Okay, und welche Lieferungen bringt ihr nach Hochrodka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, Corona. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. 7000, Alter. Das könnte ich natürlich für euch erledigen. Natürlich. Wirklich? Das wäre nett von euch. Ja, komm. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Oh, klingt einfach. Gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg aufpassen sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Alles klar. Seid vorsichtig dort oben. Vielen Dank. Ach, schön. Ach, schön. Die Aussicht. Guck mal, Hängemoos. Wiegt das viel? Ich nehme es mal mit einfach. Oh, ich kann sie hier überall pflücken. Ist vielleicht noch wichtig, keine Ahnung. Ja, wir betreten die erste Stufe, liebe Freunde. Oh, das ist auch cool. Was ist das? Aktivieren kühnes Feuer? Ihr hört ein schwaches Flüstern in einer alten Sprache. Okay, aber mehr passiert jetzt hier auch nicht, oder wie? Was ist das? Emblem 1 entdeckt. Glasierte Schale. Lesen, Schrifttafel. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Schön. Da lernen wir jetzt auch noch was beim Aufstieg, Mensch. Mit wunderschöner Musik, prachtvollem Ausblick. Es könnte doch nicht. Die 7000 Stufen entdeckt. Okay, Freunde, da kommt schon der erste Wolf, so wie es aussieht. Na, dann komm mal her. Zack! Alter Schwede, den haben wir gut abgemetzelt. Holy moly. Kannst das nicht tun, wenn Feinde in der Nähe sind? Wo sind Feinde? Die roten Punkte auf dem Kompass zeigen die Feinde an, aber... Es wurde auch mal geschrieben, dass Felle wichtig sind. Daraus können wir Pelz machen, aber... Ja, Feinde in der Nähe. Aber... Der ist ja jetzt irgendwie ganz weit weg. Ach, egal. Gehen wir mal weiter. Oh, hier liegt eine Ziege. Oh, die Feinde in der Nähe. Wer soll mich von da unten sehen, bitte? So, wir gehen weiter. Ich speichere mal fix. Sind wir hier richtig? Sieht so aus. Alles gut zugewachsen hier. Das ist einfach so schön. Wie kann denn ein Spiel, ein 10 Jahre altes Spiel, so schön sein? Das ist einfach die krankeste Community. Skyrim, wirklich mit Abstand. Also, was Modding angeht. Also, holy moly. Es werden, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber es werden, glaube ich, am Tag bestimmt so an die 50 Mods oder so hochgeladen. So, Emblem 2 entdeckt. Da lesen wir natürlich auch mal rein. Oh, hier ist jemand. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich.
Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Ja, besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Alles klar. Vielen Dank für die Info. Alright then. Alright then. Ich lese mir das hier kurz durch. Emblem 2. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Ja, das waren Zeiten, wo die Drachen noch herrschten. Die dann aber vertrieben wurden, aber jetzt irgendwie doch wieder zurückkommen. Vielleicht hat einer von denen noch sein Portemonnaie verloren hier oder so. Boah. Alter, wir sind schon gut weit oben. Ich weiß nicht, wie viele Stufen wir schon passiert haben. Aber langsam wird es auch kälter. Oh, Hilfe. Zack. Oh mein Gott. Tschüss. Läuft doch ganz gut, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach schon so krass sind. Also, ob das jetzt durch Schneebären, ob das durch Mods kommt, dass wir die Wölfe jetzt so abschlachten. Oder ob das einfach vom normalen Spiel auch schon so aus ist. Aber wir haben ja auch eine krasse Waffe. Ich nehme die Schneebären einfach mal mit. Vielleicht kann man die unterwegs noch naschen. Freunde, und jetzt, es wird deutlich kälter. Holy moly. Holy moly. Alter. Oh. Noch ein Wolf. Das ist kein Wolf. Was bist du denn, du Ekliges? Greifst du an? Was macht der? Oder willst du beten? Bete, Ungetüm, für deine ungeheure Seele. Emblem 3 entdeckt. Wo rennst du denn hin? Komm mal her. Komm, ich hau den mal. Rückenattacke. Zombie? Totes... die Hand... Ah, nee, das kannst du behalten, Junge. So, Emblem Nummer 3. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Also es war Liebe im Spiel, Freunde. Krass, Zombies, oh mein Gott. Ich will echt nicht wissen, was uns da noch erwartet, Freunde. War schon romantisch, ne? Ist ja wie bei Aschenbrödel. Kommt ihr gleich wahrscheinlich auf dem Pferd runtergesprintet? La 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 la. Oh, wie schön, wie cool. Mann, verdammt nochmal. Also, das kann doch... Also, braucht mir doch keiner erzählen, dass das irgendjemanden kalt lässt hier. Diese Aussicht einfach. So, aber immer schön nach rechts und links gucken, weil überall könnten sich Schätze und... Oh, deine Körpertemperatur ist gefallen und deine Fertigkeiten beginnen darunter zu leiden. Du solltest ein Feuer finden, um dich aufzuwärmen. Deine Wärmezufuhr zu erhöhen, zum Beispiel durch das Tragen von warmer Kleidung, kann gegen die Kälte schützen. Bei sehr hoher Unterkühlung wirst du bewusstlos und vielleicht irgendwo, oh no, irgendwo wieder aufwachen. Alter, ja, jetzt sehe ich das erst, der friert ja richtig. Okay, lass mal kurz gucken, wir hatten doch irgendein...
Guck mal, das hat eine Wärme von 110. Was hatten, haben wir aktuell? Na doch, auch 110. Das ist alles bei 110. Ich kann noch den Helm, den haben wir noch nicht. Der hält noch ein bisschen warm. Sonst noch irgendwas, was irgendwie warm hält? Ja, ein Mantel. Grauer Fellmantel. Machen wir auch noch dazu. Vielleicht hilft das schon ein bisschen. Vielleicht ist es doch cleverer, die Anzeige zu aktivieren von Frostfall, damit wir das immer gut im Blick haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir noch durchkommen. Hier ist wieder jemand. Need something? Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. Verdammt, ihr habt das nicht gehört? Ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Ich habe das nicht gehört. Und wer seid ihr? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Natürlich. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Okay. Alles klar. Emblem 4. Kühne wandte sich an Partunax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. Okay. Ich nehme die Bären mal mit. Ich gucke mal, ob ich die vielleicht naschen kann. Schneebären. Ach, ich kann die nicht mal naschen? Dann müssen wir uns noch ein bisschen Braten reinjuchteln. Der gute Gungnir, friert er eigentlich noch? Ja, der friert immer noch, verdammt. Wir müssen uns beeilen. Die Kälte saugt mir die letzte Kraft raus. Das Ding ist, ich habe wahrscheinlich dadurch auch weniger Ausdauer und so. Verdammt, wie viele Stufen haben wir denn jetzt schon geschafft? Liegt da vorne? Oh no, Freunde. Ist dies unser Schicksal? Durchsuchen gefrorene Leiche. Bone Mold Shield of Rebuking, keine Ahnung. Bärenpelz. Jagdbogen der Müdigkeit. Ist krasser als unser momentaner. Nehmen wir mit. Kleiner Seelenstein. Nehmen wir auch mal mit. Koboldschemel. Komm, das wiegt nichts. Ich will das mal ausprobieren. Lederstreifen kann ich bestimmt gebrauchen. Eisenbahn des Waffenschmieds. Die kosten so viel. Ich will eigentlich die auch mitnehmen. Verdammt nochmal. Dürfen wir wirklich mächtiger Seelenstein. Holy moly, nehmen wir mit. Pferdefell? Glaube ich nicht. Septime 200. Menschenfleisch. Sieht cool aus, aber ist hart wie Stein. Der Kollege ist gefroren. Ich glaube, das ist krass. Das wiegt zwar auch 11. Wenn du einen Angriff blockst, besteht eine Chance von 8%, dass Gegner in der Nähe taumeln. Ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Nehmen wir mit. Guck mal, Riesenzeh. Und er ist voll durchgefroren. Nee, den Rest kannst du behalten. Auf dass du in die ewigen Jagdgründe eintreten kannst. Ich versuche weiterzukommen. Ich hab sie. Hier ist sehr kalt. Verdammt. Verdammt, wir müssen uns beeilen, Freunde. Wir müssen uns verdammt nochmal beeilen. Emblem 5 entdeckt. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Tja. Was humpelt denn da lang, Freunde? Oh mein Gott. Von wegen hier nur Wölfe und so. Badschlüssel, Gasthaus, beflaggte Meere entfernt. Okay. Ja, unsere Miete ist abgelaufen. Oh mein Gott, was ist das? Eistroll. Oh, 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 es kommt, es kommt. Komm, Kopfschuss, Kopfschuss. Kopfschuss. Verdammt nochmal.
Scheiße, der kloppt uns richtig weg. Vielleicht suchen wir uns irgendwo eine erhöhte Position. Das ist vielleicht das Beste. Nee. Schaffe ich es, darauf zu springen? Oh, ich schaff's echt. Gucken wir mal, ob wir es von hier schaffen. Komm her. Schleichangriff, siehst du? Wir müssen schleichen. Gewöhnlicher Eistroll ist das, okay? Verdammt. Komm her. Headshot. Wo rennst du denn hin, Junge? Ich glaube, der blutet noch irgendwie. Er verliert gerade Leben. Rückenverletzung zugefügt, ich glaube. Oh no. Oh no, nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Hast du irgendwie Wert... Nein! Hast du irgendwie Wert... Okay, der Felsen hält ihn auf. Vielleicht hat er irgendwie wertvollen Scheiß dabei. Wähle eine Handlung. Ey, Blut entnehmen, Häuten ent... Alter, was können wir denn alles machen, bitte? Wir versuchen mal, Blut zu entnehmen. Trollblut hinzugefügt. Häuten? Machen wir natürlich auch. Ruiniertes Fell hinzugefügt. Okay, die Frage ist eigentlich, wie kann man es schaffen, dass das Fell nicht ruiniert wird? Wahrscheinlich keine Pfeile oder sowas nehmen, ne? Aber mit dem Schwert ruinierst du das doch auch. Entnehme Zutaten, komm. Trollfett, Auge eines Trolls, großer Tierknochen. Ausweiten, Alter, wir holen da raus, was geht. Rohes Trollfleisch, du trägst so viel... Ja, geil, okay. Hat er jetzt noch irgendwas dabei? Die Stahlpfeile nehmen wir mit. Hier hat er auch immer noch... Die Frage ist, ob ich mir das eigentlich sparen kann und den einfach looten kann. Weißt du? Guck mal, kann ich hier vielleicht irgendwas da lassen? Da stecke ich dem irgendwas zu. Ich muss das mal alles verkaufen auch. Alter, ich habe so viel Kram. Wie viel habe ich? Also wie viel zu viel habe ich? 19. Scheiße. Okay, ich muss dem echt irgendwas... Okay, ich muss dem irgendwas da lassen. Soll ich ihm erstmal das Fleisch da lassen? Was wiegt das? 4 Gewicht. Ja, ich lasse dem erstmal... Doch, sein Fleisch noch da. Er liegt ja da noch, vielleicht... Vielleicht ist er dann später auch noch da und dann kann ich das noch abholen, wenn ich möchte. Verdammt, wie weit ist es denn noch? Uns wird echt immer kälter, glaube ich. Das ist nicht gut. Aber ich trage doch schon so warme Sachen. Widerstandsfähigkeit, Fortschritt erhöht. Oh Mann. Alter, der sieht auch so zugefroren aus, ne? Boah, ist das das Ödsturz-Hügelgrab, was wir da sehen? Ja, krass, Alter, wir können von hier bis da hingucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind durchgefroren. Wir haben Durst. Verdammt. Werde ich es schaffen? Ich weiß es nicht. Emblem 6 entdeckt. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ich hab doch eine Fackel. Bring vielleicht eine Fackel was. Guck mal, das muss doch irgendwie was bringen, oder? Wärmt mich das nicht ein bisschen? Come on. Nee, da würde jetzt stehen, du beginnst... Du erfrierst. Wie bitte? Fuck. Ich erfriere. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh mein Gott. Was machen wir, Freunde?
Scheiße. Aber ich kann ja auch... Kann ich ein Feuer oder sowas bauen? Scheiße, wie weit ist das noch? Ich versuche jetzt mal ganz kurz schnell durchzuhasseln. Okay, der kann einfach gar nicht mehr rennen. Scheiße, wir sind so durchgefroren. Fuck. Oh, bitte. Ist es hier irgendwo? Da ist einfach die nächste gefrorene Leiche, oder was? Oh mein Gott. Ich hab doch eine Fackel. Das muss mich doch irgendwie ein bisschen wärmen. Da ist das nächste Emblem. Ich will da... Ich lauf mal ganz kurz vorbei. Es ist nicht mehr weit, Freunde. Es ist nicht mehr weit. Und ich bin so bekloppt und lese das hier auch noch. Emblem 8? Wieso 8? Fehlt da nicht noch 7? Egal, Jürgen Windrufe entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Ich glaube, wir haben ein Emblem ausgelassen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Es muss hier ganz in der Nähe sein. Bitte, bitte, nicht erfrieren, nicht erfrieren, Gungnir, du schaffst das! Alter, Freunde. Bitte, nur noch diese Treppe, bitte, 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 bitte. Gungnir! Völlig durchgefroren. Starten wir auf Hochrodgar. Sollte ich es schaffen, Alter, wenn der jetzt hier abkratzt, ne? Freunde, wir schaffen's. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Guckt euch den mal an, der ist so im Arsch. Wir schaffen es. Hochrodgar entdeckt. Alter, schnell rein. Schnell rein. Sofort rein. Sofort. Sofort, sofort, sofort. Nein! Nein! Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Nein! Willst du mich verarschen? Wo? Ich... Oh, wir haben eine sehr hohe Stimme. Nee, Freunde. Nee. Nee, 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 nee. Das schaffe ich. Ich lade das jetzt nochmal. Das schaffen wir. Willst du mich verarschen? Nein! Das kann doch nicht sein! Auf der Scheißtreppe bricht der zusammen! Nee, jetzt zieh ich durch. Ist mir egal, jetzt zieh ich durch. Das, wenn ich das scheiß Emblem nicht gelesen hätte. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, Freunde, jetzt zieh ich durch. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Wie ärgerlich ist das denn? Mann, und ich sag noch, wir schaffen das, wir schaffen... Und der bricht auf der Treppe, bricht der zusammen. Boah, das ist doch ein, das ist einfach nur... Ist mir egal, ich zieh das jetzt, komm. Das war doch wirklich... Das war doch... Boah. Das wäre so episch gewesen, wenn wir es jetzt noch geschafft hätten. Mann, das hat's mir voll versaut. Scheiße, Mann. Wir vergessen das einfach.
Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wir sind zum ersten Mal hier. Wow! Die Stufen zu Hochrotka. Die letzten. Wir erklimmen sie. Fast erfroren. Wir wären fast ohnmächtig geworden, aber ich habe es geschafft. Wir haben Hochrotka entdeckt. Und mit letzter Kraft. Was? Willst du mich verarschen? Kommt herein. Wir haben warmes Essen. I like that look in your eyes. Would you like to join the vigilance of Stendar? You look like you could hold your... I see. I'll be here if you change your mind. Okay, Freunde, wir wartet mal. Nein, 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 nein. Wir vergessen das jetzt mal ganz schnell. Wir vergessen das jetzt mal ganz schnell. Wir sehen uns nächste Folge und da schaffe ich das verdammt nochmal nach Hochrotka. Willst du mich veräppeln? Das kann doch nicht angehen. Boah, das regt mich jetzt ein bisschen auf. Verdammt nochmal. Freunde, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Verdammt!